Willkommen zur Mathematik macht Freude Freunde Videoreihe zum Arbeitsblatt Quadratische Funktionen. Mein Name ist Irene und ich bin dein Coach für dieses Arbeitsblatt. Du hast das Arbeitsblatt am besten ausgedruckt vor dir liegen. Es geht natürlich auch, wenn du es digital griffbereit hast. Schau aber trotzdem, dass du Stift und Papier zur Hand hast, damit du Rechnungen gleich ausprobieren kannst. Ich werde immer wieder GeoGebra verwenden. Ich versuche alles ganz genau zu erklären, sodass du das dann selber auch ausprobieren kannst. Na dann, lass uns doch gleich loslegen mit dem ersten Fenster des Arbeitsblattes. Wir werden hier lernen, wie Funktionsgleichungen quadratischer Funktionen aussehen. Es ist von Vorteil, wenn du schon weißt, wie Funktionsgleichungen und Funktionsgraphen linearer Funktionen aussehen, dann können wir das nämlich vergleichen. Wir haben hier die Funktionsgleichung einer quadratischen Funktion gegeben. F von x ist gleich a mal x hoch 2 plus b mal x plus c. Hier ist x die Variable, die in die Funktion f eingesetzt werden kann. Die sogenannten Koeffizienten sind a, b und c. Wichtig ist hierbei, dass a ungleich 0 ist. Wäre a nämlich gleich 0, dann würde hier das x hoch 2 wegfallen, übrig bleibt b mal x plus c und das wäre dann eine lineare Funktion. Das heißt, a ist entweder größer 0 oder kleiner 0, ob es positiv oder negativ ist, spielt dabei keine Rolle, es handelt sich beides mal um eine quadratische Funktion. Dann lass uns doch gleich anschauen, wie der Funktionsgraph einer solchen quadratischen Funktion aussieht und ob ich wirklich nicht a gleich 0 setzen darf. Ich kann hier in GeoGebra unten bei der Eingabezeile die Funktion ganz allgemein hinschreiben. F von x ist gleich a mal x hoch 2 plus b mal x plus c. Wenn ich jetzt auf Enter klicke, werde ich gefragt, ob ich Schieberegler erstellen möchte. Schließlich muss ich, um eine quadratische Funktionsgleichung vollständig anzugeben, Werte für a, b und c einsetzen. Ich klicke also auf Ja. Die Werte sind zurzeit alle auf 1. Das ergibt mir die Funktionsgleichung f von x ist gleich 1 mal x hoch 2 plus 1 mal x plus 1. Mit dem dazugehörigen Funktionsgraphen. Der hat die typische Form einer quadratischen Funktionsgleichung, nämlich eine sogenannte Parabel. Dazu kommen wir noch genauer im nächsten Video. Und jetzt erinnern wir uns, was dürfen wir nicht einsetzen, welcher Wert ist nicht erlaubt? A gleich 0. Dann probiere ich das jetzt gleich aus, was wir da erhalten, wenn ich a gleich 0 setze. Und wir erhalten den Funktionsgraphen einer linearen Funktion. Wir sehen auch hier in der Funktionsgleichung, dass das x hoch 2 wegfällt. Nun kann ich versuchen, b und c zu verstellen, aber ich finde keine Werte, bei denen es nicht einem Funktionsgraphen einer linearen Funktion entspricht. Das heißt, wir setzen das a ungleich 0 und haben wieder unsere gewünschte quadratische Funktionsgleichung mit der typischen Parabelform. Wir könnten jetzt noch ausprobieren, ob wir b und c gleich 0 setzen dürfen. Versuchen wir das mal. Also der Funktionsgraph sieht schon mal gut aus und auch hier haben wir ein x hoch 2 in der Funktionsgleichung stehen. Das heißt, wir haben hier eine quadratische Funktion. Dann versuchen wir es mit c. Und auch das sieht gut aus. Wenn du das zu Hause ausprobieren möchtest, musst du das nicht unbedingt mit Schiebereglern machen. Du kannst auch einfach jede beliebige Funktion hier unten in der Eingabezeile eintippen, wählst irgendwelche Werte für a, b und c, zum Beispiel a gleich minus 2, b gleich 5 und c gleich minus 1. Probieren wir das mal. Ich nenne die Funktion g, weil f ist schon vergeben. Minus 2 mal x hoch 2 plus 5 mal x
minus 1. Klicke auf Enter und wir haben wieder eine quadratische Funktionsgleichung und der dazugehörige Funktionsgraph. Na dann, viel Spaß beim Herumprobieren und bis zum nächsten Video.